Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Wow, ist die Musik gerade laut. Kam mir gerade gar nicht so laut vor. Mir ist gerade noch eingefallen, nachdem ich über Jack Wall hergezogen habe. Hergezogen habe ich eigentlich nicht. Ich habe gesagt, seine Musik ist toll. Ich meine, was will man mehr sagen, ne? Und. Naja, ist ja wurscht. Also, auf jeden Fall ist mir gerade eingefallen, was denn. Also, jetzt erstmal, wir hätten ja ein weiteres Ende, wenn ich jetzt einfach gehe und ihn hier verrotten lasse. Und das andere Ende wäre ja wirklich, es wäre interessant, wie ich vorhin überlegt habe, ob ich jetzt nochmal hochgehe und halt von da aus gucke, wie er gefahrt, weil das fährt, weil das wollte ich ja tun, weil man kann dann halt die Welt besser sehen, konnte man ja auch. Was aber passiert, wenn ich erst also den Strom anlasse und nur hier umstelle, ob er dann hier reinkommt und mich gleich wieder erschlägt? Ja, das sollten wir vielleicht vorher mal anschauen. Weil ich erst dachte, man würde halt dann nur ihn hier wegfahren sehen. Warte mal. Ja, genau. Ich habe ja den Strom aus. Ich muss jetzt den Strom, wenn ich ihn jetzt Strom anmache und dann hier erst umstelle. Genau, weil dann gehen ja hier die Türen auf. Also hier geht's auf. Und dann könnte er reinkommen und mich erschlagen, weil er halt sauer ist. So, jetzt, ich musste gerade nochmal meine. Das war jetzt gerade zu viel für meinen Kopf gerade. Meine Gedankengänge zusammenfassen. So, wir machen den Strom nochmal an. Mal gucken, was passiert. 100 Pro ist der jetzt schweinesauer. Ja, er kommt mit dem Hammer. Er kommt mit dem Hammer. Ich dachte es mir. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Oder muss ich runterkommen? Wer kommt's? Ah! Ich dachte es mir, ich konnte es mir echt vorstellen gerade. Von wegen, wir gucken uns von unten an, wie er wegfährt. Haha, ja genau. Ja, Spieladen, wir machen nochmal das Gleiche. Laden. Wir machen nochmal das Gleiche, aber ich versuche mal weiter runter zu gehen. Ob das überhaupt geht. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ja, ich kann es voll nachvollziehen, ja. Ich kann es voll verstehen. Ich wäre auch sauer. Weil so hat er ja gar kein Vertrauen halt. Mir. Scheiße, scheiße. Okay, warte, jetzt schnell laufen, schnell laufen, schnell laufen. Mal gucken, wie weit ich komme. Nicht weit. Okay. Und dann jetzt natürlich noch das andere Ende, dass wir ihn einfach hier, liegen lassen, ne? Sitzen lassen. Je nachdem. Müssen wir jetzt nach Tomana. Tschüssikowski. Schnell! Das Buch, das du benutzt hast, wurde im Feuer zerstört. Wir konnten dir nicht folgen und dachten, du bist zurückgekehrt. Aber wo ist Relation? Ich hab's. Hast du das Buch zurückgebracht? Ja. Dank dem Schöpfer. Ja. Und mir, Gott verdammt. Wir stehen sehr hoch in deiner Schuld. Ich weiß. Wenn das Buch zerstört worden wäre, wäre alles, wofür wir gearbeitet haben, und alle Menschen auf Relation verloren. Für alle Zeit verloren ja. gewesen. Du musst uns unbedingt alles erzählen. Kommt jetzt noch mal irgendwas wegen Savedro? Müsste ja eigentlich kommen, oder? Und so setze ich erneut meine Feder auf Papier. Tiefe Trauer lastet schwer auf meiner Seele. Gut, es ist wahr, dass wir Relation unbeschädigt zurückerhalten haben. Aber. Und dass die Welt, die ich schrieb, für alle Neuankömmlinge sicher ist. Aber ich kann dennoch die Geschehnisse nicht rückgängig machen. Nichts, was ich tue, wird die Vergangenheit ändern. Oh, diese. Und die Qual, die Entscheidungen getroffen zu haben, trage ich für immer in mir. Aber wäre ich Savidro gegenübergetreten und hätte das Leben gesehen, das meine Söhne zerstört haben, hätte ich dann den Hoffnungslosen verlassen.
Hätte ich seine Träume für meine geopfert? Wahrscheinlich schon. Ich war viel netter. Ich muss mir jetzt den Abspann nicht nochmal anschauen und nochmal einen weiteren Content-Hit produzieren, den ich eh schon habe. Sage ich euch jetzt schon. Gut, hätten wir jetzt noch ein Ende? Weil mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich habe ihn da sitzen lassen, ich habe ihn befreit und er hat mich erschlagen. Er hat mich sowieso schon mal erschlagen. Wir sind ohne das Buch zurückgekehrt und wir waren nett und das wollte ich ja eh sein. Habe ich auch gemacht. Ansonsten... gäb's ja nicht mehr. Es gibt ja keine Gondel mehr, mit der ich fahren kann, oder? Sag mir bitte, falls ich irgendwas jetzt verpasst habe. Meine Hand steckt immer noch in Jack Walls Arsch. Vielleicht bin ich dadurch gerade etwas irritiert. Und daher... ja, sag mir doch bitte, ob ich irgendwas verplant habe. Das wäre sehr nett. Ich habe auch noch eine andere Hand frei. Also wer möchte, ne? Mein Kopf kann ich auch noch irgendwo reinstecken. Ist mir eigentlich egal. Ja. Man muss nur bedenken, dass mein großer Zeh, der steckt im Netzwerk. Ja. Da muss man auch dran denken. Aber vielleicht ziehe ich den da auch noch raus. Schauen wir mal. Zukunft steht mir offen. Das ist auch wieder schön. Es wäre noch ein anderes Thema. Ich sollte wirklich mal anfangen, Vlogs zu machen, Leute. Glaube ich. Und darüber reden, wie toll es ist, wenn meine ganzen Körperteile irgendwo drinstecken. In warmen, tollen Körperöffnungen. Und wie gerne ich sie vielleicht teilweise auch wieder rausziehen möchte. Oder auch nicht. Oder noch tiefer reinstecken möchte. Und was das für eine Befriedigung für diese anderen sein muss. Ja, wäre mal eine Idee, oder? Oh Gott, was laber ich hier eigentlich? Ich weiß nicht. Könnte vielleicht sein, dass es die Nacht des Altweiberfaschings ist. Und vielleicht kommen deswegen so stupide Sachen in mir hoch. Obwohl, ist das stupide? Nö, eigentlich nicht, ne? Leute, wir haben das Let's Play beendet. Außer ihr sagt jetzt, ich habe gerade irgendwas verpasst, irgendein Ende. Und somit, ja. Ach so, und natürlich, damit man es jetzt nicht vergisst, ich meine die ganzen Ausführungen, da steckt noch etwas. Also was steckt denn, also mein großer Zeh, mein großer rechter Zeh steckt im Netzwerk drin, in deren Rosette. Und mein kleiner rechter Zeh steckt auch noch in dem Schweizer Fernsehkanal. Beziehungsweise in der Produktionsfirma Dosa. Habt ihr ja kennengelernt. Von der Gamescom letztes Jahr. Ja. Irgendwie gehört mein Körper gar nicht mehr mir, Leute. Das ist nicht gut. Irgendwann reißen sie mir noch mein Herz raus. Irgendwer. Ich schwör's euch. Aber solange mir mein Mund nicht verboten wird... Oh, es ist schön. Kann ich weiterhin grunzend und saufend vor dem Mikro sitzen und kann meine ganzen Sachen in irgendwelche, meine ganzen Körperteile in irgendwelche Rosetten reinstecken. Ja. Und es ist mir egal, ob jetzt auch gerade 12-Jährige hier zuschauen, weil die müssen lernen, auch lernen, wie das Leben spielt. Dass die es vielleicht besser machen als ich. Ich kann mich jetzt hier voll in Rage reden. Normalerweise beende ich immer ein Let's Play und dann ist es zu Ende und man lacht noch ein bisschen über die... Also zum Beispiel, es fällt mir gerade ein, Fahrenheit, ne? Da kann man so ein bisschen über das Ende lachen, weil es so lächerlich war, das Ende. Ja, konnte man sich jetzt gerade denken. Oder weil es schön war, oder man ist einfach sprachlos und man beendet es dann so und ja, wir sehen uns bald wieder und so. Und Jack Wall hat jetzt einfach alles kaputt gemacht. Der hat jetzt alles kaputt gemacht.
Jetzt rede ich hier und rede hier und rede hier und komme überhaupt nicht mehr zum Ende. Ja, danke, Jack Wall. Danke für deine Musik. Und danke für meinen Monolog jetzt gerade, echt. Super. Wir machen ein Ende. Wir sehen uns bei Mist 4 wieder, glaube ich. Oder kommt jetzt erst Uro? Was liegt jetzt zeitlich in der Abfolge? Sag mir das mal. Außer ich habe jetzt ein Ende verpasst, ne? Haben wir ja vorhin schon gesagt, sag mir das auch. Und ja, wir sehen uns da wieder. Ich denke, ich werde jetzt trotzdem erstmal wieder eine Pause machen mit Mist, so wie immer. Ich habe eh momentan so viele Projekte am Laufen. Ich will da jetzt mal erstmal wieder irgendwas beenden können. Und dann starten wir halt hier rein mit Mist 4 oder mit Uru. Also je nachdem, ich weiß nicht, was jetzt... Habe ich eben schon gesagt, in der Reihenfolge jetzt kommt bla bla bla, die Alte labert eh wieder nur rum. Ja. Und dann werde ich wieder neu für euch Schauspielern und habe das Lösungsbuch hier neben mir liegen und werde aber trotzdem wieder viel falsch machen, damit ihr über mich lachen könnt und ich weiß eigentlich schon eh alles besser. Ne? So machen wir es wieder weiter. Wie gehabt. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich weiß, dass viele Leute das schauen. Schlimm genug, dass ich jetzt so eine Scheiße gelabert habe. Aber eigentlich bin ich auch stolz drauf. Dass ich einfach mal meine Meinung gesagt habe. Weil so soll es doch auch sein, oder nicht? Wenn man sich aufregt und immer wieder aufregt und man soll nicht immer alles in sich reinfressen, sondern man soll einfach auch mal die Scheiße rauspusten. Ja, das habe ich gemacht. Und jetzt geht es mir besser. Und jetzt kann ich diese verfickte Scheiße kann ich jetzt beenden und kann mich jetzt erstmal in der nächsten Zeit auch nicht mehr über irgendwelche Content-Hits aufregen. Und das freut mich sehr. Und das ist doch schön. Das freut uns doch alle. So. Ja. Dann wünsche ich noch eine schöne Altweiber-Fastnacht. Auch wenn die für euch schon längst in der Vergangenheit liegt. Und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Offensichtlich liegt es an mir, das Geschäft zum Abschluss zu bringen. Ja, diese Variante ist mir gerade eingefallen, als ich jetzt schon bei der ersten Partbearbeitung war vom Ende. Leute, und wir haben jetzt auch nicht dieses, du hast es nicht geschafft, Religion zu retten, obwohl es runtergeschmissen hat, weil wir jetzt wahrscheinlich das Ende hätten, was wir ja schon gesehen haben, dieses nach Tomana mit leeren Händen zurückkehren. Ja, warum auch nicht? Wir können ihn auch nochmal hinterher schauen. Und daher liegt es jetzt also an mir, dieses Geschäft zum Ende zu bringen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und ich denke, das war jetzt auch wahrscheinlich das letzte Ende, was es noch gibt. Also, Tschüssikowski.